So, hallo liebe Freunde. Hier haben wir den Nasdaq 100. Haben einen offenen Trade, sind gerade im 9000 Euro Plus. Ich habe den gestern Abend 21:35 Uhr eröffnet. Ich habe gestern schon den Nasdaq geshortet, weil die Leute hatten Angst vor den Verbraucherpreisindexzahlen, die heute um 14:30 Uhr kamen. Das sind quasi die Inflationsdaten für USA. Und wie wir sehen, sind die sehr schlecht ausgefallen? Die sind bei 8,3%, also 0,3% schlimmere Inflation als erwartet. Und ich möchte jetzt hier noch 15, wir haben es 15:30 Uhr, die Volatilität zur US-Markteröffnung handeln, shorten. Und deswegen shorten wir das jetzt. Ich habe hier noch einen offenen Trade von 10.000 Euro und ich muss mich jetzt hier aber mal ein bisschen beeilen. Kurioserweise. 15:30 Uhr, wenn die Börse öffnet, macht der Nasdaq und S&P 500 einen kurzen Impuls in eine Richtung, nur, aber nur einen kleinen Impuls, und geht dann meistens dann in die Gegenrichtung den ganzen Tag weiter. Hatten wir hier gerade, ist gerade nach oben gelaufen. Aber jetzt bin ich schon wieder zu spät, zu viel gelabert. Das mache ich jetzt hier mit 100 Lots, weil ich möchte nur die nächste halbe Stunde kurz handeln. Wir werden hier safe fallen. Ja, komm schnell. Ich bin schon wieder zu spät dran, aber es sieht sehr gut aus. Hier alles tiefrot im 5-Minuten-Chart. Hier kamen die Zahlen 14:30 Uhr. Ja, ey, schon weit auf dem Trendkanal. Ja, hier alles tiefrot in den Blue Pause Signals. Ich bin aber der Meinung, wir werden weiterfallen, weil jetzt erst die ganzen US-Anleger die Chance haben, über ihre Position zu schließen, also ihre Aktien zu verkaufen, meine ich. Dadurch wird der Nasdaq natürlich den fallen. Und jetzt heißt das Geduld haben. Das ist jetzt Teil 2 des Videos. Ich habe schon gestern angekündigt, dass Nasdaq wahrscheinlich, also ich habe es gehofft, dass er fallen wird und wir vorhaben, das zu shorten. Gut, dann heißt das abwarten. Bis gleich. So, liebe Freunde, wir sind jetzt mit dem Trade bei knapp 10k plus. Das ging easy und schnell, alles nach Plan. So sieht das hier in unserem Template aus. Der Bullpower-Kraftindikator macht mir Sorgen. Und wir erwarten natürlich irgendwann eine kurze Korrektur, bevor es weiter runter geht. Ich glaube, es ist aber noch nicht so weit. Im M1-Chart sind wir jetzt in einer Seitwärtsbewegung. Ich wollte die 10k noch voll kriegen hier eigentlich. Aber darauf sollte ich jetzt eigentlich nicht schauen, sondern eher auf den Chart. Ey, das geht so schnell. 1000 verloren, das ist doch gar nichts passiert. Mann! So, Verkauf für 9.500 Euro plus, perfekt. Der andere Trade läuft noch. Wir haben jetzt drei Trades in 2 Tagen mit unserer Nasdaq Short-Idee absolviert. 9.500 plus 13.500 sind wir derzeit. Plus die 3.000, auch gestern kurz Zeit-Trade. 23.000 Euro plus minus 25% Kapitalertragsteuer. Nettogewinn in die Tasche haben wir. Ja, knapp über 20.000. Den Trade lasse ich noch ein bisschen laufen. Wir sollten weiterhin fallen. Jetzt sehr kurzfristig gesehen ist mir das zu riskant, weil früher oder später kommt die kleine Korrektur und da könnten wir dann bluten mit einer sehr hohen Position. Die Idee war hier US-Bullpower-Kraftindikator
Börsenöffnung zu traden, 15:30 Uhr. Die Inflationszahlen, da hatten wir natürlich Glück, dass die besonders schlecht ausgefallen sind. Wäre die aber wie erwartet gekommen, hätte ich trotzdem eine Freitagsschwäche erwartet. Aber ist noch umso schöner gekommen alles. Und wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Happy Trading. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Und ja, ich kann euch ja noch den neuen Header von Trading.de zeigen. Ups, nicht das Forum. Hier, so sieht der aus. Schön, oder? Schön hellblau. Hier das mit den Kryptowährungen, das passt hier noch nicht. Hier müssten Währungspaare S&P 500 und so hin. Auf jeden Fall bin ich stolz auf den Header. Wenn du noch kein Forum-Mitglied bist, registriere dich im Forum, lohnt sich.